Hallo, wo diesen Dienstag. Nun, Sie Rosi Dienstag. Ich bin Cassandra. Und das Wochenthema ist, wie warst du in deiner Kindheit? Sprich, soll heißen, wie warst, also gab es Anzeichen, dass du eventuell das gleiche Geschlecht liebst? Also, in unserem Fall, warst du mehr jungenmäßig. Ich freue mich ganz besonders auf das Video von der Jen, muss ich ja zugeben, weil ich denke, dass die Jen sehr jungenhaft war. Okay. Letzte Woche war alles ein bisschen dürre auf unserem Channel, hatte alles seine Gründe, aber ab jetzt läuft es wieder normal. Ich bin, sofern Gott das will, jeden Dienstag hier, ne? Ja, und dann haben wir jetzt fast über 600 Abonnenten, aber nur 4. Und 204 Anmeldungen in unserem neuen Forum. Daher einmal hier klicken oder auf unserem Channel gucken. Da ist es auch verlinkt, ne? Da könnt ihr mit uns diskutieren, Fragen stellen, Themenvorschläge machen oder über das aktuelle Wochenthema sprechen. Ja, alles was so ein Forum halt hat, ne? Gut. So, wir sprechen über das Dienstagsthema. Nein, das Wochenthema, mein Dienstagsthema. So, ich bin nicht ganz wach oder... Doch, ich bin wach. Eigentlich bin ich wach. Ja. Habe ich versucht, mal so ein bisschen nachzudenken, wie ich denn so in meiner Kindheit war. Und irgendwie, also sowas richtig typisch Jungenmäßiges würde mir jetzt nicht einfallen. Haha, nee. Also ich habe einen großen Bruder, ne? Der ist 11 Monate älter. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir 3 Jungs waren. Also mein Bruder, sein bester Freund und ich, ne? Wir Jungs haben gern mit Lego gespielt. Raumschiff Enterprise und so. Enterprise. Egal, Karl. Ja. Und ansonsten, ja, was gibt es da noch so? Also eigentlich in meiner Kindheit gab es nicht so viel typisches Jungenhaftes. Ich denke, dadurch, dass ich mit meinem Bruder groß geworden bin, habe ich mich mehr von meinem Bruder dominieren lassen und habe mehr mit ihm gespielt. Also mehr das, was er spielen wollte. Computer, Lego, Auto. Sowas halt, ne? Und ich kann mich zwar daran erinnern, dass ich zu Weihnachten mir ein ferngesteuertes Auto gewünscht habe und total enttäuscht worden bin. Also Weihnachten, das hat bei mir einen bleibenden Schaden hinterlassen. Ich weiß es. Ich hasse Weihnachten. Weihnachten ist das Schlimmste, was es gibt. Ne? Weil meine Wünsche nicht erfüllt worden sind. Das ist ein Kindheitstrauma. Ja, das werde ich meiner Mutter mal sagen. Nein, Scherz beiseite. Also, jedenfalls, ich wollte ein ferngesteuertes Auto haben. Und heute ist es ja so, heute kriegt man ja Hubschrauber, Boote, Flugzeuge, ne? Also, ich werde mir meinen Wunsch jetzt selbst erfüllen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mir dieses Auto so sehr gewünscht habe. Und was habe ich gekriegt? Lady Lockenlicht. Ich weiß nicht, ich war in den 80ern, also so meine Zeit total in Lady Lockenlicht. Und die Glücksbärchen, die waren auch in, wobei die ja nicht so typisch mädchenhaft sind. Naja, jedenfalls habe ich Lady Locken nicht gekriegt und mein Bruder, der hat mein Auto geschenkt gekriegt und der durfte damit spielen. Und ich durfte nie damit spielen. Nee. Das war so ein Ding, wo ich mich daran erinnern kann, dass meine Wünsche mehr so jungenmäßig waren, wenn man das jungenmäßig bezeichnen kann. Und ja, meine Eltern hatten einen Reiterhof, mein Vater hat ihn immer noch so. Und man wollte mich immer so ein bisschen so typisch haften Mädchen, ne, mit Pferd und Reiten und ich sollte so ein bisschen Turniere machen, so war so auch nicht mein Ding. Und ja, die ganzen Mädels, die da auf dem Hof halt kamen, auf unserem Reiterhof, die waren halt alle total pferdebegeistert und ja, deswegen bin ich zwangsläufig mit den Jungs also eher rübergegangen, die Jungs, die dann bei uns anwesend waren. Ja, das war so meine Kindheit. War nicht gerade der Burner, aber egal, ne? Ja, und da wir ja auf dem Bauernhof groß geworden sind, Reiterhof, Bauernhof, ist ja irgendwie ein bisschen, naja, im entferntesten Sinne das Gleiche. Ich weiß, dass ich mit vielen Tieren groß geworden bin. Wir hatten Stinktier, wir hatten einen Lama, wir hatten Hängebauchschweine, Pferde sowieso und Ponys und Hühner. Mit den Hühnern habe ich gespielt. Ah, und Angeln war ich, weil mein Opa ist nämlich Angelfreak, heute nicht mehr, weil er jetzt heute demenzkrank ist. Kann er nicht mehr angeln, weil er sich nicht mehr daran erinnern kann, wie das funktioniert. Er weiß auch nicht mehr, wer ich bin, aber das macht ja auch alles gar nichts. Ne? Kann man ja mit allem leben. Das Leben ist halt voll mit irgendwelchen Dingen, die so sind. Ne? Okay, irgendwie ist das ein scheiß Wochenthema, stelle ich für mich fest, weil ich so gar nicht wirklich voll
prima was super Burner-mäßiges erzählen kann. Ich weiß nur, ich kann mehr von meiner Pubertät erzählen, so im Alter von 12, 13, 14, 15, 16. Da war es bei mir sehr ausgeprägt, dass ich so mehr mit meinem Freundeskreis, also ich habe eher mit Jungs gespielt, meine Clique bestand mehr als Jungs. Ich hatte zwar eine beste Freundin, aber in die war ich verliebt, was ich aber niemals im Leben zugeben wollte. Und ich weiß, dass ich mich mit 15 und 16 in meine Lehrerin verliebt habe. Und das war schon sehr ausgeprägt, dass ich mich also überhaupt nicht mit, typisch mit Männern beschäftigt habe, also mich in Männern verliebt habe oder Schwarms hatte, die männlich waren oder so. Ich habe zum Beispiel beim Fernsehgucken immer die Frauen angeguckt und ich konnte auch eher mich in der Jungsklicke wohlfühlen, weil die halt über Mädchen gesprochen haben. Und das war so ein bisschen kompliziert, also weil das bei meinen Lehrern nicht so toll ankam. Die kamen nicht so recht mit mir klar, weil sie nicht wussten, wie sie mit mir umgehen sollten. Und meine Familie wusste das auch nicht so ganz. Und die haben dann halt den entscheidenden Fehler gemacht. Ich sehe es als Fehler. Sie haben mich also versucht, in eine andere Richtung zu erziehen, als wie ich mich eigentlich gefühlt habe. Also sie haben mich nicht in dem unterstützt, sondern eher gesagt, das, was du machst, ist falsch. Und da habe ich lange Zeit dran zu knacken gehabt, habe auch ein paar pubertäre Schwierigkeiten, Probleme gehabt und kam mit mir selber nicht klar, kam mit meiner Sexualität nicht klar und. Was auch der ausschlaggebende Punkt ist, warum ich bei Senosi Urosi mitmache, weil das ja heute alles anders ist. Heute sehe ich die Welt mit anderen Augen, heute sehe ich, dass das völlig normal ist und ich würde auch niemandem sagen, er soll sich dafür schämen. Denn ausschlaggebender Punkt ist, dass du dein Leben lebst und nicht die anderen dein Leben leben. Das heißt, du musst mit dem glücklich sein, was du lebst. Das heißt, du musst mit dem Partner zusammen sein, den du dir ausgesucht hast und nicht den, deine Oma dir, sag ich mal, dahingestellt hat. Denn ich sehe das immer so, wenn ich jetzt meiner Oma oder meiner Mutter oder sonst wem zuliebe mir einen Partner nehmen würde, also einen Mann, würde ich mich ja in dem Sinne selbst vergewaltigen. Ne? Und deswegen stehe ich mittlerweile dazu, dass es absolut... Ja, ich hänge gerade. Also eigentlich habe ich schon oft in meinen Videos gesagt, es ist normal für mich, es ist okay für mich und ich finde es auch okay, wenn jetzt andere kleine Kinder, große Kinder, Jugendliche sich dazu outen und ich finde, wir sollten einfach mehr die Menschen, unsere Kinder daher erziehen, dass sie das leben, was sie wollen, dass sie ihr Glück finden. Und ich finde, gerade Sexualität und Partnerwahl hat ja auch ziemlich viel mit Glück zu tun. Denn was bringt uns das, wenn wir mit einem Menschen zusammenleben, den wir gar nicht lieben oder mit dem wir gar nicht schlafen wollen und wir tun es nur so, weil die anderen das von uns verlangen. Und das läuft ganz gut. Ich merke zwar, meine Oma hat jetzt, wo ich jetzt eine Freundin habe, wieder mal Probleme und sagt, Kind, Mensch, such den Mann, der dich versorgt und diese übliche Scheiße halt. Nee, das war es von meinem Dienstagsvideo eigentlich gar nicht mal so viel über das typische, ja... Ne, Kindheit, also bei mir war es, wenn man mich gelassen hätte, hätte ich wahrscheinlich mit Autos gespielt. Ja, und wenn man mich gelassen hätte, hätte ich auch wahrscheinlich gematscht. Und wenn ich mit 14 schon gewusst hätte, dass ich lesbisch bin und das auch frei hätte lieben können, dann wäre ich auch wahrscheinlich mit 14 schon mit einer Freundin zusammen gewesen. So ist es, aber da es nicht so gelaufen ist, Pech, ne? Machen wir das Beste draus. Ihr da draußen macht das Beste aus eurem Leben. Lebt es so sehr, dass ihr glücklich seid und besucht uns weiterhin auf The Nosy Rosy. Abonniert uns oder kommentiert da unten drunter. Oder wenn ihr richtig gut seid, dann gebt ihr uns auch Videoantworten. Oder ihr kommt bei uns in unser Forum, das die Jen für uns aufgebaut hat, worüber ich so mal Jen knutschen muss, weil die echt total engagiert ist, was sie alles macht und so, ne? Ja, und damit ich die Zeit nicht schon wieder überziehe, sage ich jetzt mal ganz schnell Tschüss und bis nächste Woche Dienstag oder auf meinem eigenen Channel, den ich dann jetzt mal eben kurz hier verlinke. Denn die Frage kam ja, wo ist dein Channel? Da ist mein Channel. See you!